Kann mir jemand da noch drauf schießen? Oh, das wollte ich zwar nicht, aber gut zu wissen, dass da jetzt auch was spawnt. Darf ich jetzt... Ich darf wieder alles nochmal machen. Ich liebe es. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Orient the Blind Forest. Wir sind mittlerweile in Part 4 angelangt und heute geht's zum Dornensumpf. Zumindest... Wär's so geplant. Mal schauen, ob wir auch gut hinkommen. Da ist schon wieder was Geiles im Vordergrund, ne? Huhu. Oh. Ja, diese Gegner sind jetzt nicht so die geilsten. Die haben leider... Die sind richtig für den Arsch, weil die sich jedes Mal aufteilen. Ja, das soll's gewesen sein. Ja, GG. Dann schauen wir mal, was der Dornensumpf uns für neue Erkenntnisse bringt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ziemlich gespannt. Da oben ist auf jeden Fall schon was. Und das will ich eigentlich schon haben. Wie genau wir dorthin kommen, ja, das wird man dann sehen. Aber ich habe schon eine Vermutung, was es zu tun gibt. Zumindest hier wenigstens. Ich bin da gerade... Okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin da gerade gehangen. Das war ein kleines Problem. Oh Mann, der Gegner ist halt immer noch da. Oder halt wieder da. Das ist so ein bisschen nervig bei dem. Ach komm. Werden eigentlich meine Punkte aufgesettet, wenn ich sterbe? Darauf muss ich dann mal achten. Ich denke, ich werde diesen Drecksfelsen einfach... jetzt wegschieben. Ah ja, gut, siehst du, dann kann man hier drüber und dann kann man ihn rüberschieben. Ich glaube, das habe ich vorher einfach ein bisschen falsch gemacht. Aber hier ist auf jeden Fall wieder so ein Geisterzeug oder so ein Geistportal. Das ist auf jeden Fall schon mal der Hinweis, dass wir jetzt woanders sind. Beziehungsweise, dass wir in einem neuen Bereich sind. Das ist es ja immer. Weil es gibt in jedem Bereich ja so ein Ding. Also warum sollte es hier nicht so sein? Ah! Das wollte ich nicht. Oh, aber das ist gar nicht so schlecht. Sollte mich nicht treffen. Wenn es mich getroffen hätte, hätte ich mich aufgeregt. Wie kommt man... Oh, jetzt kommt wieder der Baum mit seiner Stimme. Oh, das... Also das Design sieht schon mal wieder nice aus. Was ist denn das für ein Viech? Ein Gumon aus den Elendsruinen. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Ich habe absolut keinen Plan, was er gestohlen hat. Ich schaue übrigens gerade nur, ob das Spiel flüssig läuft. Was mir gar nicht so vorkommt. Aber es wird schon. Ohne die Wasserader bleibt der Ginsobaum verschlossen. Okay, dann gehen wir dem Typen mal nach. Ich habe zwar absolut keinen Plan, wie man seine Fußspuren sehen soll. Aber wenn es nur einen Weg gibt, dann wird man auch nicht so viele Möglichkeiten haben, ihn zu verlieren. Da war natürlich noch einer. Und natürlich hat mich der auch umgebracht. Boah, mir reicht es jetzt halt endgültig mit diesen Drecksviechern, ne? So, so einfach geht es. Wenn es halt nicht normal geht, dann müssen wir mit so einer Drecksflamme was reißen. Mit der Stichflamme. Ja, hallo. Oh. Komm, ich geh jetzt mal darüber. Und schau, was da oben ist. Ob da was ist. Boah, das ist ja so ein gutes Versteck gewesen. Echt schade, dass da nichts ist. Okay, wie man das aufbekommt, weiß ich nicht. Hier kriegt man auf jeden Fall ein paar Punkte und Leben. Und jetzt wird es schon ein bisschen kritischer. Weil ich vorher noch gesagt habe, es gibt eh nur einen Weg. Wie soll man den Typen bitte... verlieren, aber jetzt wird es natürlich schon ein bisschen was anderes, ne? Die machen da nichts mehr? Gut. Dann weiß ich, dass ich die instant umbringen kann. Die können auch nicht so viel. Oh. Was? Die machen... Ach man, ey, warum machen denn die ganzen Gegner einen One-Hit?
Das pisst voll. Und ist richtig krass unnötig. Weil da muss man immer so viel machen. Neu machen. Sagen wir so. Warte, da waren Punkte drin, ne? Dann nehme ich es schon mit. Achso, ich habe nur eine Warum habe ich nur eine Lebenszelle? Oder Vita-Zelle? Weiß auch so keiner richtig, ne? Okay, nee. Das kümmert die auch so nicht. Warte. Ich kann hier keine Seelenverbindung erzeugen, weil ich in der Nähe von Feinden bin. Boah, Mann. Warum gibt es so drecksnervige Gegner? Darf ich hier? Danke, jetzt habe ich wieder volle Leben. Obwohl eine Stichflamme da mehr hilft. Müsste eigentlich, ne? Trotzdem. Die machen einfach einen One-Hit. Wie gesagt, ein One-Hit. Woran erkenne ich eigentlich, ob jetzt... Boah, du... Ja, Mann, ich habe keine Energie mehr. Hat mir das jetzt geschadet, nicht, ne? Nee. Oh, diese Gegner, so nervig. Hier kann ich auch nicht... Ah! Jetzt habe ich nicht mehr meine Stichflamme, geil. Gibt's noch irgendwas? Oh, ja, es gibt noch durchaus was. Aber ich habe jetzt auch wenigstens einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Oh, und damit auch Energie. Aber warum ist denn der jetzt schon wieder da? Danke. Aber ich muss mich echt wundern, warum die Pflanze jetzt wieder da ist. Das ist echt so ein kleiner Betrug. Ich weiß, danke. So, dann gönnen wir uns jetzt hier einen neuen Fähigkeit-Ding. Halbiert die Kosten der Stichflamme. Das ist halt schon ziemlich praktisch, ne? Eingesammelte Vitalität wird verdoppelt. Das braucht es jetzt noch nicht. Erhöht die Stärke der Geisterflamme. Das ist halt auch nicht schlecht, ne? Boah, aber die Kosten der Stichflamme... Ermöglicht es Ori, den Sprint auch in der Luft zu benutzen. Dafür brauche ich aber auch den Doppelsprung. Habe ich den Doppelsprung nicht schon? Hm. Aber ich glaube, ich gehe mal ein bisschen auf Stärke. Doppelsprung habe ich noch keinen gelernt, ne? Nee. Werde ich dann noch wahrscheinlich. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Seelenverbindung ist wieder bereit. Oh, das war ja auch richtig. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass das sehr nervig wird. Und hier muss eindeutig drauf geschossen werden. Dankeschön. Oh, die haben sich gerade gegenseitig getötet. Das finde ich natürlich schon ziemlich gut. Das kann man natürlich sehr ausnutzen, oder? Okay, geht aber nur einmal. Ich probiere es hier nochmal. Nee, sonst nichts mehr. Oh, die respawnen. Das ist schlecht. Ich glaube, da muss ich irgendwie was... Ah. Na, der hilft mir bei sowas natürlich auch. Warte, wenn die Pflanze da oben... Okay, da spawnt jetzt auch eine. Die muss mir da hochschießen und das kaputt machen. Kann mir jemand doch noch drauf schießen? Oh, das wollte ich zwar nicht, aber gut zu wissen, dass da jetzt auch was spawnt. Darf ich jetzt... Ich darf wieder alles nochmal machen. Ich liebe es. Ich mache mehr Speicherpunkte. Danke, ich weiß schon, was passiert, Kollege. Also ich glaube, wenn das so weitergeht, könnte das noch ganz nervig werden. Aber so richtig schön nervig, weißt du? Ja, okay, das funktioniert auch nicht immer. Ich muss auf jeden Fall das hier kaputt machen. Die Pflanzen müssen einfach aktiviert werden. Okay, gut, drei. Warte mal. Mondgrotte und Dornensumpf. Ich muss so zum Dornensumpf, aber ich glaube, die Mondgrotte ist momentan gerade kurz wichtiger. Einfach nur aus dem Grund, damit hier mal was passiert. Komm, schieß mich ab. Alter, diese Range, ne, ist auch nicht normal. Und schon kommt man hier durch. Oh.
Komm, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Ich will dich besiegen. Geht doch. Ich will nämlich kurz mal... Okay, hier gibt's sonst nichts mehr. Zumindest nichts, was auch nur ansatzweise nicht nervig sein könnte. In dem Fall schauen wir jetzt einfach mal, was es hier gibt. Energie. Energie ist gut. So, die Mondgrotte. What the fuck? Okay, da müssen wir aufpassen. Ich habe das Gefühl, diese Laserstrahlen sind ein krasser One-Hit. KO. Deshalb schauen wir jetzt mal kurz, was da oben ist. Oh, komme ich da überhaupt hin? Okay, das war mehr als knapp. Nee, komm ich nicht runter da. Oh Gott, tut mir so leid, wenn ich da einmal reingehe, ne? Dann, ja. Nicht dein Ernst jetzt. Wieso gibt's einfach... Schau, ich würde es besser finden, wenn man... Okay, immerhin ist das Tor schon offen, damit es nicht ganz so am Abfacken ist. Wie man da hochkommt, weiß ich nicht. Es muss irgendeine Möglichkeit geben. Vorher war da noch das Tor offen. Ist wahrscheinlich erst danach zugegangen, ne? Ist auf jeden Fall ein Ultra-Tilt gerade. Ist einfach nur scheiße Unnötiges. Komm raus, mach das kaputt. Danke. Mach das... Ja, du kannst das kaputt machen. Dreckspflanze. Ja komm, mach halt das kaputt, oder? Und nicht irgendwas anderes. Meine Güte. Ja, genau. So, jetzt mal hier einmal den wunderschönen Speicherstand. Oh, ich verkack's aber auch dauerhaft, ne? Weil ich einfach vergesse, mir Speicherpoints zu setzen. Es ist so unglaublich. Es ist einfach unglaublich. Das war auch schon wieder mehr als knapp. Da muss man eigentlich direkt weiter. So, Checkpoint. Ich werde es jetzt einfach öfter machen. Ah, Nase juckt. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Ah, das ist so einer, der gern rumschießt. Mal schauen. Was ist denn da oben? Ah, das kann es doch nicht sein, dass ich da nirgends hochkomme. Komm, mach das Zeug kaputt. Ja geil, jetzt kommen wir doch selber nicht rüber. Einmal in die Punkte. Also ich glaube, wenn so viele Sachen auf einmal kommen, die ich nicht erreichen kann, dann kriege ich sicher gleich eine neue Fähigkeit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, schau euch das an. Das wollte ich doch gar nicht. Unglaublich, wie krass ich jetzt faile, ne? Ich hab doch mal gesagt, es wird noch hundertprozentig richtig schwer. Ja, und da haben wir es jetzt schon. Also, zumindest, wenn ich mich weiterhin so anstelle, wird es sackschwer. So. Wir gehen jetzt einfach den normalen Weg. Versuchen nicht allzu krass zu verkacken. Hier können wir speichern. Das ist schon mal ganz angenehm. So ein neuer Checky. Und dann schauen wir mal. Okay, hier bringt die Flamme schon mal nichts. Wir speichern einmal kurz, damit wir wieder Energie haben. Denn das Speichern gibt Energie zurück, wie ich gerade gemerkt habe. Boah, dass das einfach nicht flüssig laufen will. Richtig Bullshit. Boah, dieser Wichser soll endlich mal jetzt herkommen. Das nervt richtig. Okay, passt. Die Sache ist, dass ich halt gerade überlege, soll ich dem jetzt einfach nachgehen oder soll ich lieber etwas anderes nachschauen? Nämlich hier gibt's auch was. Oh Gott, der hat mich sogar erwischt, ne? Tut es dem was? Nee, gar nichts.
Lol, wieso ist der Typ so assi? Was? Oh, das habe ich jetzt nicht geblickt. Das war jetzt absolut überraschend für mich. Ah. Okay. Schauen wir mal weiter. Wir werden das jetzt schon noch irgendwie hinbekommen. Ja, ja, bist du cool. Ich glaube, ich verkacke halt einfach zu krass. Komm, gib mir die Punkte. So, wir machen jetzt hier einen Checkpoint. Dann schauen wir mal weiter. So, das alles zerstören. Dann können wir auch gleich weiter. Hier ist das absolut alles kein Problem. Das macht uns ja nichts, nur wenn wir reinspringen. So, wo können wir noch hin? Darüber und da hoch. Ich gehe zuerst nach oben. Dann schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Natürlich war da auch... Weißt du, das siehst du halt auch voll gut, ne? Ich habe halt das Gefühl, dass ich einfach nach Gefühl jeden 2 Metern einen Safe-Punkt machen sollte. Hier zum Beispiel wieder. Einfach nur, damit ich nicht so viel wiederholen muss. Oder halt einfach immer, wenn es geht. Damit ich nicht so weit nach zurückgeworfen werde, wenn ich sterbe. Ah, warte mal. Da brauchen wir das. Und wir bekommen eine neue Energiezelle. Das ist natürlich sehr praktisch. Dafür hat es sich irgendwie schon gelohnt. Das speichern wir jetzt auch gleich nochmal. Das wollte ich nicht. Das ist doch bestimmt sowas, ja. So, hier haben wir mal eine neue. Um zu zeigen, dass wir es... Ja, der soll hier rauf, bitte. Oh, down. So einfach kann es halt gehen, ne? Wo sind denn wir denn jetzt? Ach, wir sind wieder in der Waldsenke. Wir sind im Anfangsbereich. Da ist eh ein Safe-Punkt. Ich will wissen, ob ich schwimmen kann. Da unten ist was. Deshalb lohnt es sich, da hinzugehen. Also komm, mach das kaputt. Kriege ich wenigstens wieder die Punkte. Spaten. Ja, okay. Nee, wenn ich nicht schwimmen kann, noch nicht, dann bringt es auch noch nichts. Hier sehen wir wieder die schwachen Gegner. Erstmal schauen, was... Ah, siehst du, hier haben wir einen guten Punkt. Oder halt hier etwas Gutes. So, mal schauen, was es hier noch so gibt. Giftwasser. Sonst nix. Nee, scheint alles unter Wasser zu stehen. Gut, okay, dann wissen wir, hier ist... Das war knapp. Oh, ich will doch nur da durch. Oh. So, okay, dann gehen wir jetzt wieder da runter. Ja, komm, halt die Schnauze. Nein, der hat mich umgebracht. Und wir haben... Jetzt weiß ich nicht, ob wir das da hinten bekommen haben. Das will ich nämlich schon haben. Der Wichs hat mich umgebracht. Nee, hat er nicht. Lol. Einfach neu speichern und dann passt das schon. Kannst du den nicht umbringen oder bist du zu blöd dafür? Wie viel ist da gerade explodiert? So, jetzt mal schauen, haben wir das? Nein, es wird natürlich nicht gespeichert. Bullshit alles zusammen. So. Wo bin ich jetzt vorher gestorben? An irgendeinem Bastard, ne? So, hier speichern wir. Alter, halt doch die Schnauze. Ich speichere, wo ich will. Danke. Der ist halt One-Hit, ne? Also, beziehungsweise der killt mich im One-Hit. Das ist das Problem. So. So geht das mal auch klar. Die Frage ist jetzt halt, wo dieser Typ hin ist, ne? Ja, da brauche ich Energie. Habe ich aber leider gerade nicht. Boah, dieser Wichser!